herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute nehmen wir euch einen Tag lang in unserem Leben mit. Das heißt, wir zeigen euch das Vanlife von allen möglichen Seiten. Beginnt mit morgens früh aufstehen, wie jedes andere Leben auch. Nur wir werden von der Sonne geweckt und Gott sei Dank scheint heute Sonne. Wir haben zwar Vorhänge, die das ein bisschen abschirmen, allerdings auch nur ein bisschen. Ansonsten ist es hier heute Morgen sehr, sehr warm gewesen. Trotzdem zeigen wir euch noch viel, viel mehr als das. Heute gehen wir auf eine Rundwanderung zum Mount Taranaki. Wir wollten das eigentlich alles schon gestern filmen, haben wir auch gemacht. Nur tatsächlich waren alle Videoaufnahmen dann verschwommen und ich war gestern ziemlich deprimiert deswegen und dachte mir so, hey, es wird irgendeinen Grund haben, dass es morgen besser ist. Und es ist wahrscheinlich auch so. Wir haben heute eine viel coolere Wanderung als gestern geplant. Die Sonne scheint und ja, alle Chancen stehen ganz gut, dass diese Aufnahmen besser werden. Ich habe gestern noch mal ein bisschen dran probiert. Und jetzt hoffen wir einfach, dass das besser wird als gestern und dass die Aufnahmen tatsächlich scharf sind. Ansonsten haben wir heute noch Vorwäsche zu waschen. Halt noch so ein bisschen administratives Zeug, was wir zusätzlich machen dürfen hier. Was auch ein bisschen anders abläuft als zu Hause, haben wir tatsächlich bis jetzt hier auch noch gar nicht gemacht, weil wir entweder auf der Farm waren oder noch in Hostels und da sehr gut waschen konnten mit ganz normalen Waschmaschinen in ganz normalen geschlossenen Räumen. Das kann man hier ansonsten auch. Nur, ich tue so, als wären wir am Ende der Welt. Nur, dass diese Waschräume diesmal öffentlich sind für alle. Und das ist doch nochmal ein bisschen anderes Feeling, ist zu wissen, oh, ich muss meine Wäsche dann und dann abholen, sonst ist sie eingeschlossen über Nacht. Wie auch immer, mehr haben wir, glaube ich, nicht vor. Das heißt, man sieht einen ziemlich typischen Vanlife-Tag hier. Nico putzt sich auch gerade schon die Zähne. Ich filme das gleich mal. So sieht unser Van, by the way, gerade aus. Nicht sonderlich aufgeräumt. Aber das kriegen wir alles noch. Das ist das typische Vanlife. Wir waren jetzt waschen und dachten uns, es ist so um eins, wir dachten uns, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, den Adventskalender endlich auszupacken, da wir heute den 1. Dezember haben. Hier ist es hier oben. Was glaubst du, ist drin als erstes? Oh mein Gott, wie süß! Geil, und freue mich. Schokolade. Aber ich würde sagen, wir essen jetzt später. Ja. Wir sind jetzt in Tongariro angekommen, zumindest in so einem kleinen Dorf davor. Wir stehen heute Nacht auf so einem Parkplatz. Es hat zumindest auch eine Toilette hier, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und wir sind einfach K.O. Also wir haben heute nicht viel gemacht tatsächlich. Solche Tage gibt es auch. Machen jetzt gleich noch was zu essen. Und schauen dann Seven vs. Wild oder sowas. Deine einzige
Kontribution, wie heißt das? Deine einzige... Motivation, oder was? Dein einziges Einschreiten in dieses Video ist, um zu lachen, wenn ich das sage, wirklich. Ja. Oh, herrlich. Genau, das ist mal so der Plan für jetzt. Morgen wird es hoffentlich ein bisschen exciting, more exciting. Wir haben vor, hier noch ein bisschen die Wege abzuwandern, mal gucken, was es hier so gibt. Und uns auch anzumelden für den Tongariro Alpine Crossing Pfad, oder? So heißt er doch. Bitte? Wie heißt dieser Pfad? Dann sind ich ganz schlecht. Tongariro Alpine Crossing. Alpine. Ach, genau. Dann gehen wir auf jeden Fall. Wir sind jetzt auf dem Weg zu den Taranaki Falls. Das ist zum Glück nicht so weit. Nico schon hinten fleißig im Fotos machen. Zumindest sieht es von hier so aus. Das sind nur 2 Stunden. Deswegen schauen wir uns das mal an. Wir bereiten uns so praktisch auf die Wanderung für morgen vor. Nämlich den Tongariro Pfad, Alpine Crossing Pfad. Und wir haben jetzt den Shuttle gebucht. Wir fahren um 7.15 Uhr los. Das heißt um 6 Uhr aufstehen oder sowas, damit wir noch alles packen können und alles vorbereiten können. Und ja, dann sind wir auf jeden Fall gespannt, wie das morgen läuft, wie das morgen wird. Das ist meine erste Wanderung, die so, so lang ist. Und ich habe neulich schon mit 3 Stunden gestruggelt, aber da war das Wetter auch nicht gut. Und ich glaube, das macht ganz, ganz viel aus. Und morgen soll es allerdings schönes Wetter werden. Das heißt, ich hoffe aufs Beste. Nochmal nicht richtig motiviert, also heute super motiviert. Heute ist auch ein besserer Tag als gestern. Gestern war es ja super langweilig. Trotzdem haben wir auch solche Tage in unserem Van live dabei. Und heute ist wieder ein bisschen spannender, weil man kann einfach mehr machen, weil die Sonne scheint. Deswegen dachten wir, wir nehmen euch einfach noch den Tag auch noch mit, damit ihr wirklich eine abwechslungsreiche Palette seht von dem, was wir hier machen. Und ja, wir laufen mal ein Stück weiter, würde ich sagen. Zum nächsten Spot angekommen, haben uns gesagt, wir gehen spontan noch nach Taupo und sind jetzt hier an so heißen Thermalquellen hängen geblieben. Machen jetzt erstmal zu essen, weil es schon super spät ist, glaube ich schon um 4. Und das Wasser, das dampft einfach und es ist super heiß. Ich war gerade kurz drin und du kannst nicht mit den Füßen reingehen, weil es gefühlt kocht. Das ist unglaublich. Man kann da später auch noch in so einem kleinen Park langlaufen, wo man das noch besser sieht. Dann zeige ich euch das auch mal. Das ist richtig krass. Ich weiß. Kommt da nicht raus. Rein. Stinkt es? Nee.